Nakfu verlängert für Tigre, der bekommt den Touch, ein bisschen delayed. Fabso muss sich richtig lang machen. Nakfu einen Nachschuss und das Tor ist leer. Und es steht 2:0 für Berlin. Aber guck mal, wie das Ganze entsteht. Das entsteht hier durch diesen Soft-Touch von Tigre, den keiner so richtig kommen sieht. Die Verteidigung am wenigsten. Und dann ist Gnackflow am handlungsschnellsten. Dann ist Gnackflow einfach läuft. Also alles so, wie wir es uns erwarten konnten. Nämlich komplett ausgeglichen. Die jetzt allerdings mit dem 3:2. Da sind sie. 20 Sekunden Spielzeit, 3 Tore. Und das Ding ist sowas von gedreht. 2. Guter Touch rechts am Backboard. Seto kann dann einfach einschieben. Spieler in Orange müssen hier jetzt schon fast dieses zweite Match gewinnen und das machen sie hier schon fast mit Stil. Das erste Tor ist wirklich Weltklasse. Fabso zeigt einmal kurz, warum Göttingen Weltmeister ist. Ein grandioser Pass. Hier die Verlängerung, wieder Highroad zur Stelle. Fabso muss sich lang machen, letzten 15 Sekunden auf der Uhr. Nacktflug nochmal mit dem Spitzenwinkel und der ist gut. Berlin macht das 2:1. Und von der Wall hinweg, Gnackflow findet die Shooting Boots der Berliner. 116 km/h, wat ne Wumme, die der Mann da von der Seite rauslässt. Ja, noch ist der Kuchen nicht gegessen, trotzdem, vielleicht kann Göttingen noch mal einen letzten Angriff fahren, aber Tigre ist zur Stelle, Nachschussmöglichkeit, Fabso, aber der Ball, der geht sogar noch rein, bei 0:0, 2:2, Göttingen bringt uns in die Overtime. Mit wie viel Zeit bounce der denn auf? Ich gehe davon aus, dass alle gedacht haben, oh Gottes Willen, Fabso, was hast du getan? Wäre schon fast der erste Treffer wieder gewesen, wenn wenigstens noch mal mehr Druck bekommen hätte. Jetzt aber Everjan auf der anderen Seite rechts lang vorbei und rein in die Maschen. Und Münster. Münster führt. Münster führt und Everjan einfach viel zu Zeit. Die Ravensburg-Weingarten ihm da gibt ihm essbar rein. Oh Mann. Testet damit unsere Car-Knowledge an dieser Stelle. Und Cargo testet die Defensive. Der Weingartner und die Defensive ist ein bisschen Error 404. Sie kann nicht gefunden werden. Ja, da war einfach mal tatsächlich, ich will nicht sagen niemand, aber es war halt in Erscheinung. Jetzt mal über links zum Beispiel in die Mitte zu Venov. Schöne Ablage, schönes Törchen. Das dritte Mal der Ausgleich. Und deswegen sage ich, Evin ist nicht ganz abgemeldet aus der Offensive, weil Assist bekommt er dann immer doch wieder. Diesmal schöner Pass runter in die Mitte auf Venov. 50 in die Mitte, Lemon legt zurück, allerdings kommt dann Percy dann dazu, der tanzt hier um die Gegner herum, holt sich auch einen zweiten Treffer und damit ist Kit beim 4:0 angekommen. Ja, das ist ein Ergebnis nach Maß, das ist wirklich, das ist jetzt schon eine, kommt da nicht richtig an den Ball und jetzt wird eben der Karlsruher Konter wieder eingeleitet. Calamelo kann den ersten clearen, verliert dann aber gegen Percy, Double Tap und das ist gut gemacht. Ja, vor allem ist es zu einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Also für jemanden wie Percy ist das absolut kein Anspruch, dieses Tor dann hier auch zu veredeln. Letzten Ball erst kurz übers Kreuzeck und dann mit dem zweiten Touch uncontested. Bisher noch am ehesten derjenige, der hier vielleicht ein Türchen machen könnte. Aber auch Lemon durchaus gefährlich. Petzer herausgefordert und dann auf den zweiten zur Stelle. Und Pertix vollendet diesen Angriff 1:1. Heilbronn ist back on track. Ja, und jetzt also wirklich einen Schuss nach dem anderen. Da hatte jeder mal die Chance und dann... Allerdings Calamelo dazwischen. Mate ab in die Air, bekommt den Pass von Percy. Toller Winkel, tolles Tor. Was ein Engel. Wie erwischt er den denn so wunderschön? Percy legt den hier vor in die Luft. Und wie du den machen kannst, das weiß auch nur er in der Situation. Also wenn der reingeht, das kannst du dir auch einrahmen. Das kannst du der Oma zu Weihnachten schenken. Jetzt macht er den rein, ist auch egal. Ein Sahnetor nach dem nächsten, was wir hier sehen dürfen. Wunderschön, Vanu schlägt den lang. Pindroy rechnet damit, zielt da. Ah, oh, wundergut, wunderschön gezielt. Co. machen hier schon die ersten 2 Torschüsse. Münde eSports muss schon wieder gucken, wo sie bleiben. Auch der hier wieder brandgefährlich. Oh. Vanu, der hat heute richtig Bock. Es ist wirklich eine äußerst exzellente Form, in der sich Kiel aktuell befindet. Ganz, ganz mieser Ball natürlich.